Hallo, herzlich willkommen. Moin, moin, liebe Zuschauer. Let's play Rollercoaster Tycoon World Early Access Version. Szenario 2, Rettungsaktion. Wir müssen einen gescheiterten Park retten. Und wollen wir nochmal gucken, ob wir das hinbekommen. Das erste Szenario haben wir dann ja doch noch gerade so die Kurve gekriegt im letzten Monat, nachdem wir herausgefunden hatten, dass wir Kredit aufnehmen können. Haben wir das Szenario-Ziel dann doch ziemlich schnell erreicht. Mal gucken, was wir hier Schönes erreichen müssen in Szenario Nummer 2. So, da sind wir schon. Welcome zur Rettungsaktion. Du hast ein Vergnügungsvergnügen, der kurz vor dem Scheitern steht. Verwandle das Desaster in eine Erfolgsgeschichte. By the end of 12 months, you must complete all Ziele. So, unsere Ziele sind erstmal kurz auf Pause machen. Schaffe monatlichen Parkgewinn von 1000. Erreiche 1000 Besucher im Park. Schaffe einen Monat 5000 Parkgewinn. Erreiche 850 Parkbewertung. Okay. Erstmal verschaffen wir uns, würde ich sagen, einen kleinen Überblick über unseren Park. Wir haben hier eine Achterbahn, wir haben hier eine Holzachterbahn. Die Preise sind deutlich zu tief. 5 und wir haben eine Begeisterung von 1,7. Ist also auch schlecht. Müssen wir gleich vielleicht noch mit ein bisschen Geschick und Parkdeko erhöhen. So, 5,5 ist erstmal so Standardpreis. Die sind hoffentlich alle auf 1,50 eingestellt. Das passt schon. Gucken wir mal kurz. Hier haben wir Mechaniker. Kann nie schaden, zwei mehr zu haben. Hier haben wir nochmal Mechaniker. 4, das ist in Ordnung. Haben wir den Hausmeister-Service. Hier haben wir 3. Hier haben wir noch Toiletten, eine Menge zu futtern. Ich würde sagen, wir stellen auch einfach noch mal ein paar Mülltonnen auf, zumindest immer in Attraktionsnähe, weil das ja auch gleichzeitig die Attraktivität steigert. Also Mechaniker haben wir mehr als genug. Ich glaube, Hausmeister könnten wir dann vielleicht doch noch ein paar gebrauchen. Hier hinten Souvenirshop macht ja auch irgendwie wenig Sinn. Aber warum ist der Park denn eigentlich so schlecht? Liegt es nur daran, dass wir viel zu wenig Reinigungspersonal haben? Definitiv sehe ich zu wenig. Gucken wir mal, ob wir hier nicht noch irgendwo eine Hütte hinkriegen. Und zwar Parkservice, nee, Quatsch, Personal. Ein großes Hausmeistergebäude. Weg verbinden. War jetzt vielleicht nicht gerade die feine Wahl vom Weg, aber egal. Maximal. Und gleich eine Armada, die hier schön alles reinigen kann. Dann können wir Dekoration und ein paar Mülleimer aufstellen. Na, nehmen wir die Recyclingbox hier, ist eigentlich egal. Rauszoomen, damit wir ein bisschen was sehen. Da stellen wir uns erstmal hier an die Wege, wo uns das erscheint, als dass hier zu viel Müll ist, und vor allem, wenn das gleich noch den positiven Nebeneffekt hat, dass wir Attraktionswert steigern können. Das ist natürlich doppelt gut. Das müssen wir erstmal genau beobachten. Also wir haben jetzt hier 2,7 Begeisterung. Wenn wir jetzt hier mal eine Schwungbepflanzung oder so hinhauen. Oder vielleicht mal einfach die hier. Bin ich egal, ich will hier nur so ein bisschen eine kleine Randverschönerung. Mal gucken, ob wir damit vielleicht den Wert schon ein bisschen steigern können. Das kann man einfach so per Zufall, also das muss man jetzt nicht hier unbedingt schönen Art und Weise. Es hat noch nichts gebracht. Also Achterbahnen lassen sich nicht so leicht davon beeindrucken. Was mir hier aber auch noch fehlt, ist vielleicht mal so ein Attraktionsschild.
natürlich nirgendwo hier. Dann können wir das mal überall nachholen. Ewig lange Warteschlange. Und da kotzen sie. Da muss vielleicht nochmal eine Toilette hin. Hin, ne? So. Hier kann auch noch ein paar Schilder hin. Du kriegst auch noch ein Schildchen, wenn das irgendwo hinpassen sollte. Ja, hier. So. Und zwar gleich auch schon ein bisschen Geld ausgegeben. Das war auf jeden Fall sinnvoll. So, hier haben wir noch. Warum ist der Park dann eigentlich nachher so schlecht? Ups, eigentlich falsch rum, aber nicht ganz so wild jetzt. Eigentlich so schlecht bewertet, weil insgesamt muss man doch sagen, ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht sind die Wege auch hier ein bisschen zu wirr. Wir gehen erstmal in den Play-Modus über, damit der Park sich ein bisschen füllen kann. Wir gucken mal, was macht denn eigentlich hier die Essensläden. Die sind eigentlich auch richtig eingestellt. Ja, fast zu günstig. Infostände gibt es auch. Ich wollte jetzt noch mal gucken, ob wir hier noch... Da ist eine Toilette eigentlich schon. Und die machen hier jetzt kräftig sauber. Kriegen wir hier vielleicht noch eine kleine Toilette irgendwie zwischen? Sein, dass die Leute das nicht bis zur Toilette schaffen. Das nervt doch einfach. So, ein paar Straßen noch hier. Fertig. Bitte öffnen. So, Parkbewertung bisher gar nicht mal so schlecht. Parkwert ist auch ganz gut. Da sollen wir natürlich mal gucken. Eintritts. Was? Doch, dann nehmen wir Eintrittspreise. Nehmen wir im Park eigentlich gar keine Eintrittspreise. 5 können wir nehmen, oder? Eigentlich finde ich, sind auch Essensstände und sowas alles überall verteilt. Das sollte meiner Meinung nach ausreichen. 2 Achterbahnen. Schaffe monatlichen Parkgewinn von mehr als 1000. Die Attraktion ist äußerst beliebt. Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Na, erstmal strömen die Leute auf jeden Fall in unseren Park, das ist schon mal gut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es insgesamt so schlecht wird. Aber ich habe noch keinen Attraktionsstand gesehen, oder? Hier, ne? Ja. Also Animateurstand meine ich. Ansonsten ist der Park doch ganz schick angelegt hier. Ja. In die Innenansicht wechseln hier oder in die Parkansicht. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, da wir ja noch einen hohen Parkgewinn erzielen sollen, können wir ja vielleicht auch nochmal eine kleine Werbemaßnahme starten. Kinder- und Familienattraktion. Nervenkitzelattraktion. Achso, jetzt sind wir ins Minus gerutscht. Das war natürlich ungeschickt. Wir machen mal ein bisschen Geschwindigkeit rein und gucken uns einfach mal so einen Monat an, wie eigentlich unser Cashflow aussieht, wenn wir nichts Neues kaufen. Und mal ein bisschen abwarten, was hier so an Nachrichten reinkommen. Das ist, ja, weiß ich, dass ich Darlehen aufnehmen kann. Hat uns dann Szenario Nummer 1 ja schon gerettet. Okay, eine Maschine ist defekt. Also Januar ist dann gleich rum. 12 Monate Zeit haben wir. Den müssen wir natürlich auch noch öffnen, sonst wird das nichts mit den Putzleuten hier.
Ärzte, ganz schön viele Ärzte. Nur zwei. Nee, nicht schließen. Nur zwei Ärzte. Ja, es ist ganz schön dicht gewuchert hier. Ich wüsste aber jetzt nicht, wo wir hier zwischen was wegschieben sollen, um dann noch wieder neue Attraktionen dazwischen zu setzen. Wir müssen jetzt auch eben auch erstmal sehen, dass wir ein bisschen Plus machen. Die Parkbewertung insgesamt ist eigentlich nicht schlecht. Das Ziel gibt es ja auch gar nicht. 1000 Besucher im Park, das sollten wir jetzt eigentlich auch erreichen. Und wie viel Bauland haben wir denn hier hinten noch? Das ist noch ganz gut, was? Aber wir haben kein Geld für eine Achterbahn. Noch eine Holzachterbahn hier wäre auch ein bisschen blöd. Nicht genügend Geldmittel. Ja, das ist mir leider schon aufgefallen. Der Februar ist gleich rum. Wir machen aktuell keinen Plus. Bisschen rumgucken. Souvenirpreis ganz schön teuer eigentlich, oder? Sushis. Ja, machen das mal um 50 Cent teurer. Sonst kriegen wir nachher nie einen Parkgewinn hin. In der Größenordnung. Hier haben wir nochmal ein bisschen zu viel Parkservice wahrscheinlich. Das ist ein bisschen zu teuer. Begeisterung 4 ist eigentlich eine hohe Begeisterung. Noch einfach zu wenig Leute im Park. Souvenirs, Souvenirs. Sind auch alle Souvenirs. Hier gibt es noch mal wieder was zu essen. Also an Essen soll es uns hier nicht mangeln. Definitiv nicht. Wir müssen aber eben ein bisschen Geld kriegen und mehr Attraktionen im Park haben, weil sonst kriegen wir keinen Tausender plus. Eiscreme. Service, Service, Service. Also eigentlich mehr als genug. Burgerbude noch mal ein teurer. Dann sieht das schon mal ganz gut aus. Also diesen Monat machen wir jetzt auch das erste Mal scheinbar ein bisschen Plus. Ich sag, wir haben zu viel Ärzte. Ärzte sind viel zu teuer. Und hier ist auch, obwohl wir die Toilette hier hingesetzt haben, alles voll gespuckt. So zum Spucken. Wir brauchen noch mal ein paar spannendere Attraktionen. Begeisterung 1,9. Ein bisschen Plus machen wir aber, wie ihr seht, ein Tausender Plus, da sind wir noch weit von entfernt, aber die Besucherzahl wächst natürlich stetig, auch durch unsere kleine Werbeaktion, die wir gestartet haben. Haben wir zumindest gleich 1000 Besucher im Park und ewige Warteschlangen. Ist hier dann vielleicht irgendwas falsch eingestellt? Nö. Nichts falsch eingestellt. Noch Monat März, immerhin 400 plus. Aber ich würde sagen, damit wir ein bisschen vorankommen, nehmen wir uns noch mal Kredit auf. Können wir aktuell gar nicht, weil wir minus sind. Hier schick gekleidet,
Hier liegt ein bisschen Müll, er hat ein bisschen Aua. Die müssen scheinbar alle auf Toilette. Ansonsten stolzieren hier fröhliche Menschen durch die Gegend. Ja, das sind aber teilweise reale Warteschlangen in Parks. Die sind natürlich echt furchtbar. Die stehen ewig an, die Leute. Gästezufriedenheit, Attraktionsvielfalt. Da müssen wir auf jeden Fall zulegen, dass wir noch ein paar mehr Attraktionen bekommen. Und das können wir eben nur, wenn wir Geld haben. Und Geld können wir nur, wenn wir jetzt nochmal einen Kredit. Hier, wir könnten gleich den nehmen oder was? Nee. Monatliche Kosten von 2.900 ist ja auch unrealistisch. Solange wir ein Minus sind, glaube ich, kann man keinen Kredit aufnehmen. Ab und an können wir den teuersten aufnehmen. Prozent, 10% Zinsen. Also es soll uns eigentlich nicht an Personal mangeln. Eher zu viel. Sparen wir da noch mal ein bisschen. Da haben wir sowieso nur zwei, okay. Hier haben wir einen Handwerker-Service. Hier haben wir zwei weniger. Und dann soll das erstmal so. Dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge an, ob wir den Zielen näher kommen oder die Ziele vielleicht sogar erreichen. Ich danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Würde mich über Kommentare, Like und so freuen und natürlich auch, wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Schönen Tag noch, schönen Abend. Bis dahin und tschüss.